Aquarellprogramm von 1924 mit dem Weiher drauf. Und das ist ein Aquarell aus dem 19. Jahrhundert. Die alte Kirche mit dem Pfarrhaus. Der Dorfkern von Soizach 1962. Das Schulhaus von 1932, das jetzige Gemeindehaus. Ja, gut 37 Jahre. Ich wohne seit 1927 in Soizach. Seit meiner Geburt, also rund 15 Jahre. Wir sind am 28. August 1969 da gezogen. Auf meinem Balkon, wenn es Sonnenuntergang hat. Wir spielen das Perkli neben dem Mikro. Ja, da gibt es mehrere. Der eine ist ein, der andere, ich würde sagen, am Heimestein ist es sehr schön. Wo war Ihr Lieblingsplatz in Soizach? Dann war es dort nicht von Berner gewählt. Dort war der sogenannte Torenbubenecke. Es ist städtisch geworden. Es hat natürlich einen Haufen Häuser gegeben. Und das ist eigentlich verändert. Es hat mehr breitere Strassen gegeben. Früher waren die Strassen eigentlich schmal. Sehr viele bauliche. Wenn man gerade denkt an unsere Gegend, wo mal nach der Post nur eine Wiese war, bis zum Kräuter rauf. Und jetzt ist alles überbaut. Oder wenn man denkt, wo früher das Bärmergut gestanden ist, dann sieht alles ganz anders aus. Die alte Stationsstrasse. Die Strasse ist zwar noch die gleiche, aber die Häuser sind ganz anders. Komplett verändert. Zum einen ist halt viel erneuert worden, wie zum Beispiel das Perkli neben dem Mikro oder dass halt die Post jetzt auch bei dem Mikro ist. Sicher schon. Nur gut, oder? Wo immer das Positive anschauen. Wir haben früher auch ein Seich gemacht, etwa die. Ich finde, es hat eben viel Vorteile. Eben so das Perkli und so, das ist mega cool. Dort sind jetzt viel mehr Leute als vorher. Auch viel mehr Jüngere, nicht nur noch Jugendliche, die dort so rumhängen. Halt eben das einzige Negative finde ich, dass halt alles, also recht viel wird halt verbaut. Sowohl als auch. Das meiste ist, glaube ich, gut. Hauptsächlich freundlich, umgänglich. Es hat wenig, wenn wir wieder so sympathisch sind. Es ist einfach so, wie muss ich das sagen, es ist so fremd geworden. Also grundsätzlich sind alle sehr freundlich und immer nett, wenn man ihnen begegnet auf der Straße. Leute heute leben, sie leben auch, oder? Wir haben früher auch gelebt und sie leben auch. Ich fühle mich eigentlich buddelwohl da. Ja, sehr. Sehr, von den ersten Minuten an und immer noch. Ja, sicher schon.